Ja, verehrte Frau Meisner, Sie haben ja recht, dass Berlin durchaus schlechte Erfahrungen gemacht hat mit öffentlichen Unternehmen und mit der Aufstellung von öffentlichen Unternehmen. Und Sie haben ja auch recht, dass diese Debatte, die wir jetzt führen, sind öffentliche Unternehmen per se ein Risiko oder sind sie eine Gestaltungschance für die Daseinsvorsorge, dass sie ja keine ganz neue Debatte ist, sondern dass eine Debatte ist, die wir, glaube ich, also ich kann mich erinnern, eine Debatte mit Ihrer Fraktion bestimmt vor 15 Jahren und länger her schon mal geführt haben. Und Sie haben recht, zu diesem Zeitpunkt, Ende der 90er Jahre, hatten wir eine einigermaßen desaströse Situation, was die öffentlichen Unternehmen betrifft. Aber ich würde Sie bitten, auch zur Kenntnis zu nehmen, dass die öffentlichen Unternehmen seitdem, dass wir nicht Ihrem Vorschlag gefolgt sind, sie in Masse zu privatisieren. Einiges ist erfolgt davon, aber dass wir nicht Ihrem Vorschlag gefolgt sind und dass die öffentlichen Unternehmen seitdem wirtschaftlich besser aufgestellt sind. Ich würde mal sagen, die allermeisten öffentlichen Unternehmen sind gut bis sehr gut aufgestellt wirtschaftlich und in der Lage sind, ihren Auftrag zu erfüllen. Insofern sehen Sie es mir nach, wenn ich wieder Ihrem Rat nicht entgegennehme, doch lieber nicht auf die öffentlichen Unternehmen zu setzen, sondern erfahrungsgesättigt von den Erfahrungen auch von rot-roter Reformpolitik den öffentlichen Unternehmen gegenüber durchaus setze auf starke öffentliche Unternehmen, auf wirtschaftliche öffentliche Unternehmen, die in der Lage sind, Sachen im Sinne der Daseinsvorsorge tatsächlich zu erledigen. Frau Meister, möchten Sie erwidern? Lassen Sie mich nur einen Satz dazu sagen. Natürlich haben wir das auch gesehen, dass die landeseigenen Unternehmen mittlerweile sehr viel besser dastehen. Und wir begrüßen das auch sehr. Nur umso schlimmer wäre es ja, wenn wir nachher wieder den Stand von den 90er Jahren hätten. Weil das, denke ich, wollen wir alle nicht. Und insofern kann ich nur sagen, mein Kollege sagte schon, sitzen Sie nachher nicht da und weinen Sie und sagen Sie, keiner hätte es Ihnen gesagt.